Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderung Sie Ungarn und heute soll es darum gehen, dass Alice Weidel von der AfD eine bombastische Rede gehalten hat und den Bundestag auseinandergenommen hat. Es war scheinbar die beste Rede, die sie überhaupt gehalten hat. Alles dazu nach dem Intro. Ja Freunde, Alice Weidel von der AfD hat den Bundestag beben lassen. Was für eine Rede! Und viele werden sagen, das widerspiegelt meine Situation. Und dabei ist es egal, ob man für die AfD ist oder nicht. Fangen wir gleich mit der Rede an. Es brennt in Deutschland. Und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Der war gut und hat gesessen. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. Bauern, Handwerker, Mittelständler, Gastwirte, Händler, Transportunternehmer. Sie protestieren weiter, weil sie nicht mehr können. Ja, Freunde, stimmt das etwa nicht? Die sind doch völlig überfordert, egal mit was. Und die Menschen, die auf der Straße sind, das interessiert die doch überhaupt gar nicht. Genauso wie die Medien. Das interessiert die nicht. Und da wird dann noch frech gelacht. 3/4 der Deutschen stehen hinter den Mittelstandsprotesten. 3/4 wünschen sich ein Ende dieser Regierung. Sie ziehen eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land. Aber statt zu korrigieren, setzen sie sich an die Spitze einer beispiellosen, der Kinderbuchautor sitzt da, Frau Esken. Das ist so geil. Der Kinderbuchautor sitzt dort. Perfekt reagiert. Oder was sagt ihr dazu? Setzen Sie sich an die Spitze einer beispiellosen Verleumdungskampagne, wie gerade hier eindrucksvoll geschildert, gegen die Mittelstandsproteste und gegen die Oppositionskraft, auf die immer mehr Bürger ihre Hoffnung setzen. Frei nach dem Motto, wird der Bürger unangenehm, bezeichne ihn als rechtsextrem. Ja, Freunde, jeder, der eine andere Meinung hat, wird als rechtsextrem bezeichnet. Und das ist nochmal gut, dass das Weidel hier anspricht. Und nicht nur die AfD oder die Bauern werden angefeindet. Das geht schon seit Jahren so. Korrektiv. Eine der vielen Nichtregierungsorganisationen, die von ihrer Regierung mit reichlich Steuergeld versorgt wird, hat ihnen dafür die Vorlage geliefert. Mit unglaublichen Lügen, Verleumdung und übelster Nachrede. Ja, hier sagt sie nochmal, dass Korrektiv von der Regierung bezahlt wird. Und die Presse hat ja nun mittlerweile auch zugegeben, dass es einfach nicht wahr ist, was dort berichtet wurde. Aber es geht noch weiter. Und die Chefin von Korrektiv lügt jetzt ein vor sich hin, sie hätte das Wort Deportation nie benutzt. So weit ist es schon gekommen. Steuerfinanzierte Denunziation gegen eine Konkurrenzpartei. Ja, so etwas gab es ja schon einmal und ich kann dazu nur sagen, wehret den Anfängen. Statt den Menschen zuzuhören, die ihre Not in die Öffentlichkeit tragen, demonstrieren sie selbst gegen die Opposition. Und sie finden auch nichts dabei, wenn auf solchen Demos ganz offen Mordaufrufe gegen Oppositionspolitiker zur Schau gestellt werden. AfDler töten, steht dort. Und sie klatschen Beifall. Ja, sehr viele Menschen können einfach nicht mehr. Viele Firmen sind pleite gegangen und auch sehr viele Menschen haben das Land verlassen, so wie ich es gemacht habe. Ich war einfach völlig unzufrieden, wollte nicht mehr, habe den Job weggeworfen und habe mir gesagt, ich verlasse das Land, ich möchte wieder freier leben. Und ich sehe es hier, dass immer mehr nach Ungarn auswandern, also alles mögliche Deutschsprachige, das sind nicht nur Deutsche, auch Österreicher und so weiter. Und hier kann man einfach noch freier leben und mit dem Plakat AfDler töten, das ist schon für mich eine Grenze überschritten worden, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt einfach mal eure Meinung dazu und ich bitte euch darum, tut es irgendwie umschreiben, weil sonst beeinflusst das mich, dass ich mehr Leute erreiche. Das habe ich jetzt mitbekommen,
Also bitte tut es irgendwie, dann umschreiben. Danke euch. Der Bundespräsident bezeichnet AfD-Wähler als Ratten und die FDP-Spitzenkandidatin AfD-Wähler als Schmeißfliegen. Schämen Sie sich! Schämen Sie sich in Grund und Boden! Mit Ihrer unsäglichen steuerfinanzierten Verleumdungs- und Rufmordkampagnen spalten Sie dieses Land und nur um sich an Ihre eigene Macht zu klammern. Man sieht es ja, dass einige Politiker aus der Ampel Menschen beschimpfen. Man hat scheinbar Angst und probiert alles und beschimpft dann zum Beispiel Wähler als Ratten. Hier oben nochmal das Video dazu. Und dann gibt es noch verschiedene andere Beispiele, aber ihr kennt die ja alle. Sie reden vom Sparen, aber Sie bürden die Lasten allein den Bürgern auf. Die Stimmung bei den Unternehmen ist am Boden. Die Ampel ist das größte Standortrisiko für Deutschland. So ist es. Der Bürger muss dafür gerade stehen, dass die Ampel für alles auf der Welt Geld ausgibt. Und dann wundert man sich, dass es fehlt. Das ist doch ganz logisch. Die Liste der Firmen, die zigtausend Stellen streichen oder ins Ausland verlagern, wird täglich länger. Klangvolle Namen sind darauf, von BASF, Bayer und Bosch über Continental, Mercedes und Miele bis SAP und ZF. Deindustrialisierungsminister Habeck, der bekanntlich Vaterlandsliebe steht zum Kotzen fand, fordert die Unternehmen nun zum Patriotismus auf, pleite zu gehen. Das ist das Konzept dieser Bundesregierung. Ja, den Satz von Habeck kennt ja jeder mittlerweile und sein Blick dazu, das sagt ja alles aus. Und die einen Firmen gehen pleite, die anderen werfen einfach das Handtuch, weil sie es einfach nicht mehr stemmen können oder wollen. Und die Großen haben nicht so das Problem, die verlegen dann sich einfach schnell ins Ausland und machen dort einen neuen Standort auf. Aber die Kleinen, da kann es nicht jeder. Deutschland steckt tief in einer Rezession. Als einziges Industrieland schrumpft es. Und dafür trägt weder Putin die Verantwortung, noch die Welt, noch irgendeine herbeifantasierte Weltklimakatastrophe. Diese unfähige Regierung trägt als einzige die Verantwortung für das Desaster in unserem Land. Jetzt spricht endlich mal einer die Wahrheit aus. Und die Ampel sucht immer einen Schuldigen, anstatt einfach mal auf die eigenen ideologischen Fehler zu schauen. Und deshalb müssen sie zurücktreten. Ganz einfach. Hunderttausende Deutsche erhalten in diesen Tagen ihre Heizkostenabrechnung und wissen oft nicht, wie sie bezahlen sollen. Normalverdiener, Rentner, Familien, Mittelständler, Freiberufler müssen sich Jahr für Jahr mehr einschränken, um noch über die Runden zu kommen. Sie selbst aber denken gar nicht daran, sich einzuschränken. Sie gönnen sich neue Hubschrauber und Fuhrparks. Ihre Kabinettsmitglieder geben Unsummen für Friseure und Fotografen aus. Die Außenministerin fliegt mit großem Tross in peinlichen Missionen weltweit, während der Durchschnittsverdiener nicht weiß, was er sich überhaupt noch leisten kann. Mit meinen Videos will ich einigen die Augen öffnen und auch klar die Unterschiede aufzeigen. Natürlich ist hier in Ungarn auch nicht alles das Gelbe von Ei. Das ist ganz normal, aber bei einigen Dingen tut man wenigstens noch auf die Bevölkerung schauen. Zum Beispiel bei der Familienunterstützung, Energiekostendrosselung, Kultur und Tradition. Das sind mal ein paar Beispiele. Aber kommen wir zurück. Beides sagt es hier nochmal klar. Haben die Grünen nicht immer von ihrem Klima geredet? Und Baerbock fliegt hier jetzt nur noch rum und es wird extra eine Maschine bestellt, damit sie nicht 3 Stunden warten muss. Und das soll dann normal sein und gut fürs Klima. Und Sie halten an Ihrem Protzkanzleramt für fast, sage und schreibe, 800 Millionen Euro fest. Der gigantomanische Erweiterungsbau kostet allein fast so viel wie das jährliche Sonderopfer, was Sie den Bauern abverlangen wollen. Sie haben den Beamtenapparat in nur 2 Jahren um rund 11.500 Stellen aufgebläht. Schön für Ihre Günstlinge, schlecht für die Steuerzahler, denen der ganze Spaß 8 Milliarden Euro kostet. Es ist einfach der Wahnsinn. Hier seht ihr, wie das Geld einfach nur so aus dem Fenster rausgeworfen wird. Und es ist egal, was kostet die Welt. Sie verpulvern
veräubern dieses Geld ohne Gegenleistung für Öko-Kühlschränke in Kolumbien, feministische Außenpolitik in Südafrika, für die Taliban in Afghanistan und für Hamas-Terroristen im Gaza. Selbst nach Indien gehen Milliarden, obwohl Indien zum Mond fliegt, während bei uns die Infrastruktur zerfällt, die Schulen vergammeln und die Schüler teilweise nicht mehr richtig lesen, schreiben und rechnen können. Hier nennt Weidel einige Beispiele, wo man sich nur noch an den Kopf einfach greifen kann. Und dafür ist Geld da, aber für den Deutschen natürlich nicht. In der Energiepolitik ist Deutschland der Geisterfahrer der Welt. Die Kosten sprengen alle Dimensionen. Sie sind der Hauptgrund für die Haushaltskrise. Sie summieren sich auf fast 1 Billion Euro. Das ist eine Eins mit wie vielen Nullen, Herr Habeck? Wissen Sie nicht. Der war gut und hat gesessen. Ja, Freunde, aber es ist wirklich nicht normal und das alles nur wegen ideologischen Denkens. Sie bürgern im Akkord neue Wähler ein, verschaffen illegal über das Chancenaufenthaltsrecht eine Scheinlegalität. Ihr Abschiebungsbeschleunigungsgesetz ist ein Abschiebungsverhinderungsgesetz, wenn der Steuerzahler abgelehnten Asylbewerbern auch noch einen Anwalt bezahlen muss, um weiter gegen die überfällige Ausreise zu prozessieren. Ohne Worte kann man da nur sagen, wer kein Bleiberecht mehr hat, der bekommt jetzt einen Anwalt gestellt. Und wer bezahlt den? Natürlich der Steuerzahler. Und die Gerichte bekommen auch noch mehr Arbeit. Aber jetzt kommt es. Jetzt lässt Weidel den Bundestag beben. Das hat es in sich. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Hier hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Danke für diesen Satz, Frau Weidel. Die ganze Welt lacht nur noch über Deutschland und auch deswegen, weil die Regierung es mit Füßen tritt. Ein Bundespräsident beschimpft die AfD und ihre Wähler als Ratten. Andere wollen AfDler töten. Angriffe gab es ja auch schon. Muss es erst den ersten Toten geben oder was? Ein Land wird hier bewusst zerstört. Die Menschen schauen zu und das erinnert mich an dunkle Zeiten. Oder wie seht ihr das? Schreibt's mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, bleibt sachlich bitte und folgt mir auf Gettern auf Telegram. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-Sie-Ungarn-Video. Macht's gut, ciao, ciao.